Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der XBET-Tipps auf unserem Kanal. Heute mit Joachim, dem Wettprofi. Hi Joachim, schön, dass du Zeit hast. Hi Alex. Ich habe deine Webseite, die wir hier sehen, das ist die crimsoncorporation.de, entdeckt, weil der Quotenwilli in einem seiner Videos darauf hingewiesen hat. Und ich habe mir das dann mal angeschaut und war halt gleich Feuer und Flamme, weil du Sportwetten aus einem ganz anderen Winkel betrachtest, wie so ziemlich alle anderen Webseiten, nämlich aus einem statistischen Ansatz und auch aus einem, ja, sagen wir, datenbasierten Ansatz. Und das ist halt schwer zu finden. Wenn man jetzt bei Google nach Sportwetten sucht in Deutschland, kommst du natürlich nur auf Abzockseiten oder Affiliate-Seiten, die halt oberflächliche Informationen liefern, mit denen du niemals gegen die Buchmacher auf lange Sicht gewinnen wirst. Und von daher finde ich es sehr cool. Die Seite sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Da lernt man extrem viel. Selbst wenn man denkt, man ist schon ein alter Hase und betreibt das schon länger, da kann man noch was lernen. Erzähl mal was über dich. Ich laber ja immer gerne viel, aber ich versuche heute mal dich mehr zu Wort kommen zu lassen, denn du hast mehr als 10 Jahre Erfahrung als professioneller Sportwetter. Wie bist du dazu gekommen? Also, angefangen hat es bei mir wie bei wahrscheinlich allen. Ich hatte 2001 war es, hatte ich die Idee, ich mache jetzt mal eine Kombi-Wette bei OZ damals noch. Die hat auch prompt gesessen, es war eine etwas abenteuerliche Wette im Nachhinein, aber die hat gewonnen. Unter anderem in Unentschieden gewettet auf Portugal-Spanien-Freundschaftsspiel, das weiß ich noch. Und ein anderer Bestandteil der Wette war Schweden gegen Kanada im Eishockey bei der Olympiade damals. Egal, also die hat gewonnen, ich war angefixt und dann habe ich ungefähr 8 Jahre vor mich hingewettet und war, naja, habe halt keinen Erfolg gehabt, habe Geld verloren insgesamt, kleine Erfolgserlebnisse. Und ab 2009 habe ich dann die Kurve gekratzt, habe mich tiefer in die Materie eingearbeitet und war ab dem Jahr profitabel, aber noch nicht profitabel genug, um davon leben zu können. Und habe dann irgendwann deswegen einen Nebenjob gesucht und habe den bei Betting Expert damals gefunden. Und dort habe ich dann angefangen, über Sportwetten zu schreiben, einen Blog. Und habe da meine Erfahrungen weitergegeben. Der Blog kam ziemlich gut an und war, glaube ich, einer der ersten Versuche, überhaupt Wetten mal aus einem anderen Blickwinkel zu erklären. Ich habe damals auch mehr über Wettpsychologie geschrieben, aber prinzipiell auch, wie man Wettmodelle bauen kann. Über die Besitzer von Betting Expert habe ich dann irgendwann, das war 2012 rum, habe ich Kontakt zu einem großen Wettsyndikat bekommen. Das war damals das drittgrößte Wettsyndikat im Fußball. Die haben jemanden gesucht, der Wetten platzieren kann und sich mit der Materie auskennt. Und da ich damals noch kein Fußball gewettet habe, sondern ausschließlich NHL und sowas, war ich der perfekte Mann für den Job. Und dann habe ich für dieses Wettsyndikat 5,5 Jahre lang, war an den Gewinnen beteiligt und habe 5,5 Jahre lang für die Wetten platziert. Also in richtig hoher Größenordnung. Das sind dann schon teilweise Wetten, die teilweise 6-stellig waren. Und ja, das hat viel Spaß gemacht. Also ich war quasi als Trader. Ja, war nicht dein eigenes Geld dann damals, oder? Teilweise, also ich war daran beteiligt. Das Syndikat hört sich jetzt ein bisschen nach Wettmafia an. Was ist der Unterschied zwischen Syndikat und der Mafia? Ich vergesse immer, dass der Begriff Syndikat im Deutschen ein bisschen negativ besetzt ist. Im Englischen ist es völlig harmlos. Im Deutschen ursprünglich auch. Es hat sich halt so entwickelt. Aber eigentlich heißt Syndikat einfach nur Zusammenschluss von Leuten, der jetzt keine Firma ist, also keine offizielle Gesellschaft. Mhm. Das ist alles. Also nennen wir es Wettvereinigung, wenn es besser ist. Ja, eingetragener Verein vielleicht. Dann kommt man da. Schon mit Profitidee natürlich. Mhm. Ja. Wie läuft das so ab? Ich meine, 6-stellige Summen, wenn du die bei Tipico setzen willst oder einem anderen Euro-Bookie, dann sagen die, ja, 25 Euro darfst du setzen, wenn du halbwegs gut bist, und wenn du sehr gut bist, dann darfst du bei uns gar nichts setzen. Ja, also der erste Schritt ist natürlich, dass du bei Profi-Buchmachern wettest, wie SBO oder Pinnacle zum Beispiel. Aber um die richtig hohen Summen wetten zu können, brauchst du Kontakt zu Wettagenten. Die sitzen oft in Asien, nicht ausschließlich, gibt auch welche in Curaçao zum Beispiel. Aber ja, also es nennt sich Wettagent. Das sind Leute, die sich darauf spezialisiert haben, hohe Summen zu setzen. Die haben ihre eigenen Kontakte in Asien,
Also weil in Asien generell die ganze Struktur anders funktioniert. Man hat nicht klassischerweise ein Konto, sondern du hast ein Konto bei einem Agenten, der wiederum meistens ein Konto bei einem Superagenten hat und der schließlich, der hat das Konto bei SBO dann zum Beispiel. Das ist einfach historisch so gewachsen, was früher mal verboten war. Und ja, und das war auch immer anonym. Ja, und deswegen ist es asiatischen Buchmachern haben schon immer so funktioniert, dass sie eben über ihre Quoten ihre Gewinne machen müssen und die Profis einfach akzeptieren, weil es eh unmöglich war, Profis rauszuhalten. Also haben sie immer versucht. Was unterscheidet jetzt einen Profi wie dich oder auch seit 2009, als du dann angefangen hast, eben profitabel zu werden? Was war da der Schritt, der dich dann von anderen unterscheidet oder von unterschieden hat? Ja, ich glaube einfach, dass ich dran geblieben bin und mich wirklich damit beschäftigt habe, warum ich verliere. Und wenn man dann irgendwann die richtigen Fragen stellt, findet man auch irgendwann die richtigen Antworten. Ich würde auch behaupten, dass es jeder packen kann, aber man muss halt richtig durchhalten. Nicht dabei pleite gehen, das ist halt das Wesentliche. Ja. Und mit genug Erfahrung und man merkt dann, okay, man braucht Statistik. Und sobald man sich mit Statistik ein bisschen angefreundet hat und lange, lange genug durchhält und einfach rumprobiert und rumprobiert und rumprobiert, dann klappt es schon Wie hat dann dein irgendwann. erstes profitables Modell ausgesehen, wenn du sagst, du warst in der NHL? Da sind wir ja fast identisch. Mein erstes Modell vor einem halben Jahr war auch auf die NHL. Wie kamst du dazu, ausgerechnet die NHL da dir rauszusuchen? Das ist ja ein sogenannter riesengroßer Markt eigentlich. Den zu Die schlagen ist halt immer NHL schwieriger. war tatsächlich nicht das erste für mich, sondern das allererste profitable. Das kann man eigentlich noch nicht Wettmodell nennen, aber ich hatte Erfolg von allen Dingen mit Windhunden. Also ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe auch schon auf alles gewettet, was Beine hat, denke ich. Und ich habe ein System entwickelt, wo ich gemerkt habe, okay, immer wenn die Quote 10 oder höher ist, dann wette ich auf den entsprechenden Windhund. Und eine Weile lang war das tatsächlich profitabel. Das war so mein allererstes funktionierendes Wettsystem. War aber natürlich nicht nachhaltig, weil offensichtlich, wenn das die einzige Variable ist, dann wird sich der Wettmarkt eines Tages anpassen, hat er dann auch und irgendwann war es nicht mehr profitabel. Das nächste Zwischensystem, das ich hatte, war beim Pferderennen, bei einem freundlicher Mensch namens Adrian Massey oder so ähnlich, der hat eine Webseite veröffentlicht mit Ratings, wo er die Rennpferde bewertet hat. Und das habe ich als Grundlage genommen. Um damit zu wetten. Aber natürlich, da habe ich dann gelernt, dass es wichtig ist, dass man die Variablen selber unter Kontrolle hat, weil der gute Mann hat dann seine Webseite irgendwie dicht gemacht eines Tages und dann war mein ehemals profitables System halt nicht mehr existent, weil ich kein Rating-System hatte. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ich muss selber was machen. Habe aber trotzdem natürlich viel gelernt von den Schritten davor. Und dann habe ich Baseball angefangen und NHL. Baseball gibt es ja den berühmten Film Moneyball mit Brad Pitt in der Hauptrolle nach einer wahren Begebenheit, die ja auch darauf beruht, dass er anhand von Statistiken seine Mannschaft zusammenkauft, weil er ein geringes Budget hat und damit relativ erfolgreich ist. Also ein Team, das eigentlich keine Chance hat, dann irgendwie doch fast um die Meisterschaft kämpft. Und auf jeden Fall für Sportwetten interessiert er auch interessant, weil der damit angefangen hat, dieser Billie Jean, glaube ich, oder so ähnlich heißt er. Die echte Person, diese Fülle an Statistiken, die es ja im amerikanischen Sport noch viel mehr gibt als im deutschen, da auf Sportwetten oder auf den Sport an sich einzubauen und auch die Schlagwinkel der einzelnen Baseballer und solche Dinge da berücksichtigt hat. Also sehr interessant. Und natürlich kann man beim Sportwetten auch dann eben mit Statistiken erfolgreich sein. Da gibt es ja viele, die das anzweifeln. Ein anderer relativ bekannter Sportwetter ist ja der Sportwetten-Millionär, der Jörg, und der hat halt gemeint, solche Statistikstrategien sind nicht sein Ding, weil da fließen zu wenige Erfahrungen ein. Wie ist es bei dir? Verlässt du dich rein auf die Zahlen oder kontrollierst du jede Wette auch noch auf diverse andere manuelle Handpicked-Faktoren? Ich habe mich früher tatsächlich primär oder eigentlich nur auf Zahlen verlassen, aber dann auch unter anderem beim Syndikat gelernt, dass es eben so nicht funktioniert. Also es geht schon bis zu einem gewissen Grad, aber es gibt immer Situationen, in denen die Zahlen plötzlich wertlos werden. Also klassischer Fall ist Motivation am Saisonende. Die ganzen Zahlen, die bis dahin sich auftürmen sozusagen, die sind dann alle schnell wertlos, wenn es für das Team um nichts mehr geht. Weil dann hat das Team quasi in dem Sinn einen falschen Eindruck abgegeben, weil
Wenn der primäre Fokus dann für das Team nicht mehr auf dem Gewinnen liegt, sondern nur darauf, sich vor der WM nicht zu verletzen, verändert es die Spielweise dramatisch. Und entsprechend sind die ganzen Zahlen, die davor sinnvoll waren, plötzlich wertlos. Und ja, das wäre so ein wichtiger Faktor, Clubatmosphäre. Also es gibt schon diese weichen sozialen Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und jede Zahl braucht ihren Kontext. Also nichts kann absolut gesehen werden. Ich meine, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass es mehr oder weniger irrelevant ist, weil mitten in der Saison wird es keine Rolle spielen, aber weil alle ihr Bestes geben, in aller Regel. Auch da gibt es Ausnahmen. Also gutes Beispiel jetzt vielleicht Borussia Dortmund gegen AS Monaco, damals der Anschlag auf den Teambus. Da kannst du dich auch nicht mehr so wetten, wie du davor gewettet hast. Ne? Oder auch im US-Sport, was mir jetzt letztes Jahr in der NHL gravierend aufgefallen ist, dieses All-Star-Game. Vorher und nachher spielen die verrückt, die Favoriten verlieren in einer Tour. Deswegen habe ich halt da mal durchgerechnet, wenn man jetzt in 2 Wochen vor und 2 Wochen nach dem All-Star-Weekend nur auf die Außenseiter setzen würde, würde man einfach idiotisch mit diesem System wahrscheinlich 20, 30 Einheiten Gewinn machen. Hast du das auch schon mal entdeckt oder ist das jetzt Schwachsinn, was ich erzähle? Ich müsste es genauer untersuchen, um ehrlich zu sein. Aus dem All-Star-Game spezifisch halte ich mich eigentlich raus. Und ja, also ich müsste mal nachschauen. Das können wir vielleicht in einem Folgeinterview mal besprechen. Ja. Separaten Fall. Aber prinzipiell ja, es gibt immer wieder so kleine, also es gar, der Prozess besteht immer daraus, so ganz kleine Sachen zu finden, die einem davor nicht aufgefallen sind. Und oft kann das was verändern. Weil wenn du nur einen ganz leisen Vorteil aus deinem Modell kitzelst, kann das schon bedeuten, dass es plötzlich von nicht ganz profitabel zu profitabel schwenkt. Weil Das da es ist, immer um jedes sorry. Detail geht. Also wenn du einfach nur 5% der verlierenden Wetten aussparen kannst, dadurch durch ein bestimmtes System, das irgendeine Fehlwahrnehmung aufdeckt, dann ist es extrem viel wert. Mein erster Ansatz in der NHL war ja der sogenannte MAR-Score, den es ja beim Basketball gibt. Das bedeutet, wenn Teams back-to-back sind, dass die dann eben erschöpft sind, weil in den USA oder in Kanada eben durch die Zeitzonen diverse Müdigkeitserscheinungen auftreten. Und dieser MAR-Score, den gibt es auf, glaube ich, CNN oder irgendeiner ESPN-Seite in den USA für Basketball. Ich habe versucht, den auf NHL anzuwenden, bin aber da kolossal gescheitert, weil in dieser Saison erstmals diese Müdigkeitserscheinungen seit Bestehen der Geschichte irgendwie nicht mehr gegriffen haben. Deswegen hatte ich die Theorie, dass die NHL-Spieler innerhalb der letzten Saison durch Roboter ersetzt wurden, die leistungsfähiger sind oder alle gedopt wurden. Aber gut, das ist jetzt natürlich Verschwörungstheorie. Aber solche Dinge eben auch, hast du mit den Zeitzonen da auch schon Erfahrungen gemacht, mal, wenn du im US-Sport drin bist? Ja, definitiv. Also nicht nur US-Sport, aber generell gibt es einen Zusammenhang zwischen naja, im Prinzip der Zahl der Reisekilometer. Zu performen. Also je mehr gereist werden muss, zumindest wenn es am Tag davor war oder am selben Tag, desto schlechter ist das Auswärtsteam dann. Und es gab einen interessanten Fall im Fußball zum Beispiel, den wir damals mit dem Wettsyndikat gewettet haben. Da musste, das ist natürlich ein extremes Beispiel, das jetzt in den USA nicht ganz greift, aber es gab ein Team aus Brasilien, Südbrasilien, ganz, ganz im Süden, habe den Namen vergessen. Das musste nach Mexiko, Nordmexiko, ein Auswärtsspiel machen. Und der ganze Wettmarkt hatte nicht gepeilt, dass die, weiß nicht, 5000 Kilometer oder sowas zurücklegen müssen im Flugzeug, weil sich das erstmal nicht so weit voneinander entfernt anhört. Aber dadurch, dass es Südbrasilien und Nordmexiko waren, war das eine riesige Reisedistanz. Sie sind, glaube ich, erst am Tag des Spiels angereist. Und der Wettmarkt hat komplett unterschätzt, dass die Auswärtsmannschaft komplett erledigt sein würde. Und dazu kam noch, dass sie auf Höhe gespielt haben, also irgendwas mit 2000 Metern oder so. Und damit war die Mannschaft, die eigentlich ein Favorit wäre, plötzlich eigentlich ein krasser Außenseiter, außer dass der Wettmarkt nicht gepeilt hat. Und da haben extrem viel Geld draufgesetzt, Ja, weil halt sehr juristisch war. Ja. das geht halt schon weit darüber hinaus, wie wenn man jetzt so als Laie erstmal anfängt, so direkte Vergleiche zu analysieren. Wie haben die Bayern gegen Hertha Berlin in den letzten 6 Spielen, haben sie nur eins gewonnen, war halt so mein Anknüpfungspunkt, um in dieser Saison das erste Eröffnungsspiel vor Hertha zu warnen.
weil die Bayern da in den letzten Duellen schlecht ausgesehen haben. Dabei halte ich selber eigentlich gar nichts von den direkten Vergleichen. Wie siehst du die diese Komponente in Sachen Vorhersagekraft? Ich denke, direkte Vergleiche sind wahrscheinlich schon nicht uninteressant, gerade wenn es um taktische Systeme zwischen Trainern geht. Aber da die Stichprobe so niedrig, so klein ist immer, hat es wahrscheinlich wenig Sinn, das nur auf der Grundlage zu sehen. Also ich glaube, wenn man was von Taktik versteht, dann wäre es vielleicht eher, dann würde man dann besser sagen, geht es weniger um die Mannschaften als um die Trainer, wenn die gegeneinander spielen. Da könnte man vielleicht was auslesen, wenn man gut drin ist, aber da müsste man es qualitativ verstehen. Also rein mit Zahlen kann man da, glaube ich, eh nicht machen, aber jetzt zu kleine Stichproben. Ein anderer Punkt, den du in einem Artikel angesprochen hast, ist noch damals zu Betting-Expert-Zeiten, den man in den tiefen Archiven des Internets findet. Und ich werde dir die Links auch schicken. Vielleicht kannst du dir für deine Webseite dann hier reaktivieren, denn die sind ja wirklich sehr interessant, wie du ein Wettmodell da aufgebaut hast oder solche Dinge. Und da geht es halt auch drum, über die Thema Form, dass eine Mannschaft, die super performt, irgendwie den Drang, Regression zur Mitte hat. Dass keiner oder dass die wenigsten quasi diese Überflieger sind, sondern dass Teams, die jetzt gerade super performen, dann eher Gefahr laufen, dass sie überbewertet sind und sich dann wieder der Normalität annähern. Wie hoch ist so eine Form einzuschätzen, wenn man sagt, ja, schau mal her, die haben jetzt die letzten 5 Spiele nur 1 verloren und die anderen, die haben jetzt die letzten 5 Spiele 3 verloren und von daher ist es ja klar ein Heimsieg oder so in der Art. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich würde sagen, generell wird Form überschätzt. Ich würde nicht sagen, dass sie nicht existent ist, habe ich früher gesagt, aber ich würde es vielleicht nicht mehr ganz so sagen, weil es gibt manchmal natürlich schon psychologische Aspekte, zumal selbst wenn sie nicht existieren würde, ist einfach, wenn die Spieler den Eindruck haben, es gibt sowas, die Form, dann führt es ja schon allein durch den Placebo-Effekt ein bisschen dazu, dass es existiert. Lauf. Zumindest im Kopf. Aber es wird radikal überschätzt, wie wichtig Form ist, würde ich sagen. Auch da hat man eine kleine Stichprobe. Man hat den Bestätigungsfehler, dass Leute immer sich nur an die Beispiele erinnern, wo es eben so lief. Ich hab das zum Beispiel auch mal analysiert. Das war auch einer von den Betting-Expert-Artikeln, glaube ich, wo ich das aufgegriffen habe. Ich habe einfach geschaut, wie ist die Performance des Teams, wenn es die letzten 1, 2, 3, 4 Spiele gewonnen hat. Und das war ziemlich eindeutig, es war immer 50-50. Das war einfach kein Faktor. Und ich glaube, das kann man in vielen Sportarten beobachten. Psychologie ist natürlich immer wichtig bei Teamsportarten, vor allem, na gut, eigentlich generell im Sport, aber ja, also generell würde ich sagen, man sollte sich hier raus, also aus einer Wettperspektive sollte man Form ignorieren. Also wenn du keine anderen Argumente hast, dann lass es bleiben. Jetzt hast du gesagt, Bestätigungsfehler, das ist ja auch ein sehr interessanter Punkt bei Glücksspiel im Allgemeinen. Da fällt mir halt spontan diese historische Monte Carlo Geschichte aus dem Jahr 1913 ein, als im Casino in Monte Carlo irgendwie 15 Mal in Folge rot kam und dann die Leute natürlich an den Tisch geströmt sind und gesagt haben, was, 15 Mal in Folge rot, ich setz alles, was ich habe, auf schwarz, weil die Wahrscheinlichkeit ja extrem hoch ist, damit dass jetzt wieder schwarz kommt. Aber in Wahrheit ist die Wahrscheinlichkeit halt immer genau 50%. Dementsprechend kam nach den 15 Mal rot noch weitere 10 Mal rot und insgesamt 25 Mal rot, sodass dann das Casino in Monte Carlo wahrscheinlich von da an den Boden Gold fließen konnte oder so. Wie kann man das auf Sportwetten übertragen, den Bestätigungsfehler oder die Spielerfehlannahme oder wie man das bezeichnet? Ja, Bestätigungsfehler heißt einfach nur, dass du, das ist die mentale Buchführung, kann man es auch nennen. Es ist einfach, wenn du eine bestimmte Theorie hast, dann fängst du an, nur noch nach Bestätigungen dafür zu suchen. Die Dinge, die deine Theorie bestätigen, wirst du dann verstärkt wahrnehmen, während Dinge, die widersprechen, eher ignorieren wirst. Also wenn dann nicht ein sehr, sehr überwältigender Gegenbeweis kommt, also keine Ahnung, das geht einfach immer schief, dann neigt man dazu, wenn man es nicht überprüft, nicht schriftlich festhält, dann neigt man dazu, daran immer mehr zu glauben. Ja, so funktioniert es psychologisch. Ja, deswegen funktioniert der Glücksspiel, weil es
emotional totale Glücksgefühle auslöst, wenn man mal ein bisschen was gewinnt. Und dann ist es ja auch egal, wenn man dann 100 Mal verliert und wenn man dann wieder ein bisschen was gewinnt. Also auf dem auf der Basis funktioniert ja jedes Glücksspiel und auch Kombi-Wetten. Hast du irgendwelche Kombi-Wett-Systeme jemals getestet, die funktionieren? Ja, Kombi-Wetten sind ein schwieriges Thema. Ich denke nicht, dass Kombi-Wetten per se schlecht sind. Also es ist sogar so, wenn du zwei Value-Wetten findest, dann hat es einen extremen Vorteil, die als Kombination zu spielen. Es ist nur de facto, du kannst es nicht wirklich ausnutzen, weil du richtig viel Geld nur bei den Einzelwetten unterbringst von vornherein. Und bei Kombi-Wetten kannst du nur ein bisschen was setzen. Und Pinnacle zum Beispiel macht es dann so, dass sie einfach die bieten dann niedrigere Quoten an, gerne bei Kombi-Wetten. Also wenn du das als Einzelwette wettest, ist die Quote höher als Kombi-Wette. Hm. Und also es gibt schon Anwendungsfälle, würde ich sagen, in Kombi-Wetten tatsächlich zu bevorzugen wären, theoretisch, aber in der Praxis, da gibt es meistens wenig Sinn. Hat auch das Zusatzproblem, dass du es beim selben Buchmacher spielen musst. Und da verschenkst du wahrscheinlich dann auch wieder Quote, einfach, was enorm wichtig ist, um profitabel zu sein. Deswegen ich lasse es eigentlich rein mit Kombinierten, das hat nicht viel Sinn. Wie jeder, der mich halt irgendwann professionell an die Sache rangeht, oder? Würde ich sagen. Aber zum Beispiel, wenn man Bonus jagt, dann kann Kombinierten perfekt sein, weil Buchmacher Kombinierter tendenziell eher schon mal nicht als Profis flaggen, zumindest am Anfang. Und du erhöhst dadurch die Volatilität, was sinnvoll sein kann, wenn du versuchst, einen Bonus freizuspielen, solange du es finanziell verkraften kannst. Also es gibt schon Situationen, in denen es sinnvoll ist, aber. Ja gut, da wir uns ja hauptsächlich auch in dem Bereich an Anfänger richten, die ja wie jeder, wie du ja auch gesagt hast, mit Kombi-Wetten anfangen. Und dann gibt es natürlich immer die Leute, die dann ihre Gewinnscheine posten und natürlich die Sensationen, die werden natürlich von den Bildzeitungen dieser Welt aufgegriffen, wenn einer mal auf Leicester City als englischer Meister wettet, was in 1 Milliarde Jahre nicht passieren wird, da lege ich mich fest. Oder irgendwelche krassen Sensationen einfach, die halt einfach, wie wenn man einen Jackpot im Casino gewinnt oder einen Lotto-Jackpot. Und mit sowas, das greifen die Medien dann auf und damit locken die natürlich auch die Leute und jeder hat die Hoffnung, dass er der Auserwählte ist, der dann diesen Jackpot mal gewinnt. Das ist vielleicht auch der problematischste Aspekt an Kombi-Wetten, weil es genau diese Mentalität befördert und es ist einfach gesund, Einzelwetten zu machen, weil das es senkt die Volatilität und man bekommt dann am ehesten ein wahres Gespür fürs eigene Können durch bei Einzelwetten. Das ist wahrscheinlich der wichtigste Vorteil. Und deswegen würde ich in der Summe eher davon abraten, Kombi-Wetten zu spielen. Ja, und da sagst du. Ja. Sorry? Nee. Jeder Anfänger sollte rausfinden, wie gut er wetten kann und dann helfen Kombi-Wetten sicher nicht. Ja, und da haben wir im Vorfeld schon besprochen. Ich habe ja auch meine Systeme alle mehr oder weniger getrackt mittlerweile. Ich habe ja auch angefangen mit Excel-Tabellen, irgendwann dann gesagt, ja, das Eintippen ist mir zu blöd. Warum schlage ich nicht zwei Fliegen mit einer Klappe, mache das über einen Verifizierungsservice und habe dann natürlich in meinen ersten Systemen mega euphorisch nach 100 Wetten schon bilanziert, wenn ich einen guten Yield hatte. Und dann muss ich mir deine Artikel durchlesen, wo du sagst, dass du mit deinem System erst ab ungefähr 1600 Wetten, das war so eine Zahl, sagst, dass man ungefähr einschätzen kann, ob das wirklich ein funktionierendes System ist. Ja, kommt ein bisschen darauf an, wie man misst und was man macht mit seinen Quoten, aber ja, das ist irre, wie viele Wetten man braucht, um es wirklich zu wissen. Es gibt einen Shortcut dafür, also eine Abkürzung. Du kannst versuchen, was in manchen Fällen funktioniert. Du kannst, wenn du die Closing Line schlägst, darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben und generell kursiert es gerade ein bisschen. Wenn du die Closing Line schlägst, mit Closing Line ist gemeint die Wettquote, die der Wettanbieter bei Anpfiff anbietet. Wenn du die regelmäßig schlägst, dann kannst du eigentlich schon nach 100 Wetten sagen, ob das profitabel ist oder nicht. Eigentlich ist es kein Selbstzweck, also Leute vergessen oft, warum man die Closing Line schlagen sollte. Das heißt einfach, dass zu dem Zeitpunkt, wenn das Spiel losgeht, hat jeder seine Wetten abgegeben, inklusive der riesengroßen Syndikate, die hunderttausende Wetten. Und das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo die Wettquote am effizientesten ist. Und wenn du regelmäßig diese effiziente Wettquote schlägst, deutet das einfach darauf hin, dass du irgendwas ähnlich machst wie die Profis.
Und das führt dazu, dass du auf Dauer Erfolg haben wirst. Aber es ist kein Selbstzweck. Also du könntest natürlich auch einen neuen Blickwinkel haben, irgendein neues System, neues Wettmodell, das besser ist, also irgendeinen Aspekt rausgreift und deswegen die Dinge klarer sieht. Und dann wirst die Closing Line vielleicht nicht damit schlagen. Aber das heißt nicht, dass es unprofitabel ist, ne? Wenn es ein gutes Wettmodell ist. Es ist nur so, dass du auf Dauer würdest du so viel Geld anhäufen, dass du immer mehr setzt. Und je mehr du setzt, desto mehr beeinflusst es die Wettquoten. Und eines Tages würde dein Geld dann dazu führen, dass die Closing Line niedriger ist als das, was du selber wettest. Deswegen. Also die Closing Lines schlagen heißt einfach nur, du machst irgendwas so ähnlich wie andere Profis. Deswegen ist es Okay, wertvoll. dann Challenge accepted, alle da draußen. Versucht mal die Pinnacle Closing Line zu schlagen. Könnt ihr tracken lassen bei bestimmten Tipps der Services. Ich werde das auch mal angehen, aber man, wie du gesagt hast, kann auch profitabel sein, ohne die Closing Line zu schlagen. Aber es ist für jeden einfach mal gut, wenn er sich selber einfach auch dann hinterfragt und jetzt auch eine realistische Einschätzung bekommt und auch vor allem die anderen Leute, weil es gibt ja in dem Bereich so viele Leute, die dich mit einem Gewinnerschein, mit einem erfolgreichen Tag, mit einem super Wochenende irgendwie anfixen wollen und dir sagen, hey, folge meinen Tipps und wir müssen alle nicht mehr arbeiten. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Und deswegen hast du ja auch deine Webseite gegründet, die jetzt rein auf Informationsfluss basiert. Du verdienst damit nichts und ja, Richtig. das ist dein Projekt quasi, um das weiterzugeben, was du in deiner langjährigen Erfahrung ja, gelernt hast. Und ich finde es extrem spannend, um das auch spannend zu halten, wollen wir jetzt nicht gleich am Anfang stundenlang drüber reden. Also ich könnte ewig weiterreden über dieses Thema, aber ich glaube, wir machen da einfach mehrere Episoden draus und Sehr treffen uns gerne. mal wieder, dann können wir da weitergehen. Und wenn ihr Fragen habt an Joachim oder auch an mich, der jetzt wesentlich weniger Erfahrung in dem Bereich hat, dann postet das unten in die Kommentare. Dann werden wir die Fragen beim nächsten Mal gerne so gut wir können beantworten. Ja, sehr gerne. Gut, dann danke dir schon mal und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Leute. Ciao.